Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mit dem Anduin. Grüß euch. So, wir haben uns ein bisschen umgesehen. Ups. Ja, und wollen euch ganz kurz präsentieren, was wir besprochen und geplant haben. Wir stehen da hier eigentlich am Hügel, wo wir begonnen haben, oder? Der Hügel. Ja. Stimmt. Ja, da vorne ist das Fischerhäuschen. Wir werden hier ein bisschen noch was wegnehmen von dem hier, Hügel, ja. Und da entsteht das Herrenhaus bzw. Rathaus. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Genau. Und da gräbt er schon. Ja, und du kannst ja zeigen und erzählen. Ja, das wird ein bisschen abgeflacht. Genau der Hügel da vorne, wo das Fischhäuschen auch ist. Hier drüben noch ein bisschen flacher gemacht. Und da kommt dann das Gasthaus hin. Schön, wenn er schön raufkommt. Einen Weg entlang, ein paar Stufen. Da drüben südlich von unserem Weizenfeld wird ein neues Fischerhaus entstehen. Oder? Ja. Hier kommt hier rein eine Anlegestelle in den Teich, oder? Ich glaube, na, der ist, glaube ich, niedriger als der Fluss. Ich muss mal schauen. Na, höher ist er, glaube ich. Höher, ja. Oder? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Ne? Ich schwimme da mal durch. Ich glaube, er ist immer ins Höhe. Gleich. Gleich? Gleich, ja. Na, dann könnte man aufmachen. Dann könnte man es aufmachen und eine Anlegestelle. Ja. Also es wäre ein schöner Hafen, würde ich sagen. Könnte man, vielleicht machen wir dann statt ein Gasthaus eine Kombination, so als oder wir machen unterm Gasthaus. Ja. Da ungefähr so in deine Richtung. Ja. Aber noch in dem Hügel da drinnen ein Hafengebäude. Ja, das wäre cool. Und du machst da unten auf. Mhm. Aber das können wir dann eh später noch. Mhm. Ja. Super. Das würde passen. Das Lavendelfeld haben wir noch nichts überlegt da drüben. Ich würde es auch fast so lassen. Na, das bleibt so, da bauen wir nicht rein. Das ist einfach schön. Ja. Das sieht man nämlich von da her oben dann sehr schön, wenn wir mal dann das Herrenhaus fertig haben und wir da residieren. Ja, so in der Richtung. Wie gesagt, hier das Gasthaus. Dahinter ist der Hügel ziemlich abgeflacht. So, ich gehe da mal durchs Wasser. Wobei, da ist auch der Fluss, der hat keine Verbindung, gell? Ja, das müssen wir auch noch. Das müssen wir auch noch aufmachen. Mhm. Das zeige ich kurz her. Da ist eine Hülle. Die sind jetzt gerade auch aufgefallen, wenn wir da durch. Da, wo die Eseln stehen. Marschiert sind, das. Der Fluss da unterbrochen ist. Hallo Esel. Ja, da durch, der Fluss ist nicht durchgängig, den werden wir auch noch öffnen. Auf jeden Fall hier hinten, wo Esel und Pferde sind und das Schaf, ja, schau mich nur an. Vielleicht ein paar Gebäude, so Dorfgebäude, kleine hin, wäre, denke ich, ganz nett. Und dann fehlt noch eine Mine. Und eine Schmiede. Jupp, ne? Genau. So, da sollte der Fluss durchkommen. Er wäre ja fast durchgebrochen, aber sollte irgendwie nicht sein. Genau. Hopp, 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 hopp. So, hüpfe ich wieder raus. Ja, und da drüben, das ist eine coole Location für eine Mine. So schön drunter unter den Hang, oder? Genau, ja. Also das ist von mir aus jetzt gesehen da in dem, im Süden da. Ich werde dann da ist wirklich so ein Überhang. Ja. Und eigentlich ein kleines überdachtes Tal da hinten, wo man genau. Die Tibra gerade sieht. Ja. Hier wird eine Mine und eine Schmiede entstehen. So, da sind ein paar Melonen. Schauen wir mal, was rauskommt. Haben wir schon alles, haben wir schon alles.
macht nichts, ihr werdet dann so irgendwann weichen. Ja, und das Ganze wird nach und nach entstehen. Also wir werden jetzt nicht 300 Folgen nur bauen, sondern wird immer wieder aufgelockert mit Hüllenerkundung und natürlich unser Umland auch, weil wir wollen ja unseren Atlas auch befüllen. Ja, genau. Schauen, was sonst noch Interessantes gibt. So, ich werde dir jetzt mal ein bisschen graben helfen, dann... Oh, ich habe einen Rosenstrauch gefunden. Sehr schön. Ja, einen. Für unseren Hof mitnehmen. Bitte. Zwei. Ja, mitnehmen. Ja, mach ich. Kann ich ja dann gleich pflanzen. So, oh, Grille. Ja. Da ist eine Grille. Ich glaube, ich spinne. Ich mag euch nicht, ihr Grillen. So, Strauch für mich. Euch habe ich schon. Ja. Ist ja egal, ihr Blätter ist weg. Da könnte man auch sehr, sehr schön Schwammerl anpflanzen. Pilze. Nee, ist zu hell. Ist zu hell. Na, wirklich, werden da so viele wachsen. Ja, schon in der Natur stehen sie überall, aber wenn du sie anpflanzen willst, dann muss es sehr dunkel sein. Ups. Die Grille verfolgt mich. Ja, der Hügel, da wird da auch ein bisschen flacher gemacht, glaube ich. Ja, und da könnte ich dann gleich durchgängig machen. Schauen wir mal, ob noch ein Platz ist im Inventar. Spürlich. Gut, ich bringe mal alles weg. Das vorhandene Feld wird auch schon sehr schön. Und die Blumen, die du rausbekommst, die pflanzen wir dich immer mal auf, ne? Ja. Mhm. So, juhu, ich habe zwei Rosensträuche. Ja. So, ich glaube, jetzt müssen wir dazwischen einmal ein bisschen Holz fällen. Siehst du schon, wie schön sich das Feld, das vorhandene, wiegt im Wind? Mhm. Oh, ich glaube, das schaut, das schaut toll jetzt schon cool aus gewesen. Von da. Ja. Ja. Obwohl es eigentlich nur eine ziemliche Baustelle ist, aber dieses neuen Eck Weg da entlang sieht schon sehr fein aus. Und rein in den Hof? Ah, wo setze ich denn hin? So, ich werde dann mal den einen Baum da hier vorne wegnehmen. Da gefällt mir das sowieso nicht. Ist auch so, Rosensträucher werden wir noch sehr viele brauchen. Ja, das stimmt. Ich lege mal einiges, was ich an Gemüse gefunden habe. Nein, ich trage es gleich runter. So, ich sollte das ist ja egal. Dann sollte ich, glaube ich, gleich alles abbauen. Ich habe ja einiges. Also pflanzt sie da wieder Setzling. So, so. So. Das. Okay, das brauche ich auch nicht. Komm mal. So. Kürbis, gut. Winterkürbis, Zuckermelone. Mmh. Ach ja, so, jetzt kommt bald wieder Zeit Setzlinge. Der Zuckermelone. Ja, ich habe alle Setzlinge aufgenommen. Ganz wichtig, weil sonst haben wir gleich den nächsten Baum da wieder stehen. So, was haben wir hier? Zucchini. Passt. Dann ist irgendwo die Gurke hier. Dann ist das hier die Zuckermelone. Weizen. Ja, wir haben zweimal Zuckermelone. Ach so? Ja, das werde ich gleich ändern. Das werde ich gleich ändern. Dann nicht angebaut im Keller. Ah, okay. Ja. Raus da, so viel kann es ja noch nicht sein. Das war sicher mein Fehler. Kann mir auch passiert sein.
Doch, es ist schon einiges. Kann man das eigentlich mit einmal hinten auch gleich rausnehmen? Was dann? Aus den Schublöchern. Wäre ich nicht mehr drauf. Kann man vielleicht ein Shift oder so halten, keine Ahnung. Okay, oder? Da rein. Ich überlege gerade, wie es so Shift. Blödsinn, das ist ja nur wegen meiner Tastenbelegung. Ich glaube, dort, wo du drückst zum Sprinten, zum Schnelllaufen, okay, dann nimmst du, glaube ich, komplett raus. Zumindest wäre es so beim Arbeitstisch. Wenn du was okay brauchst und du hältst die Taste, dann machst du das komplett. Kannst du wieder Tag machen? Ja, genau. Vielleicht noch. So, ich habe. Da sieht man auch wieder was am Titel. Schaufeln. Grünzeug, alles machen in die Gärtnerei. Wir werden, wenn wir halbwegs fertig sind, werden wir das dann dementsprechend verteilen. Ne? Ja, wir haben Blockhaus drüben, ist auch noch eine Idee. Ne? Ein Grünzeug. Müssen wir okay außerhalb der Aufnahme, müssen wir jetzt immer die ganzen Kisten übersiedeln. Ne? Ja, das Gebäude wissen wir noch nicht. Unser erstes, unser Startgebäude, ob es tun, bleibt, ob es bleibt oder ob es fällt, das wird sich sehr danach richten. Ja, in wann oder Zeit? Wie das Fernhaus entsteht. Welche Größe es annimmt. Mhm. So. Ja, das Rathaus wissen wir auch nicht, was es genau wird. Ja. Also ich würde schon sagen, dass ein Herrenhaus wird. Sisam, was ist da alles drin? Kürbis, Blaubeersamen, okay, das brauche ich alles, ne? Dieser Regen. Ja, aber es lässt zumindest alles schön schnell wachsen. Yep. Ja, und wie man sieht, das Feld ist nahezu durchgängig reif. Ich werde es auch durchgehen. So, das wird. So, den Baum nehmen wir noch mit. Okay, da war es jetzt hin. So. Ja, wir werden noch sehr, sehr viel Holz brauchen. Also größere Farm-Sessions, denke ich, werden wir auch außerhalb der Aufnahme erledigen. Mhm. Die kleineren Farmaktionen sich schon durch. Ja, vielleicht gibt es das als Zeitraffer oder so. Ja, das wäre eine Idee. Weil wir werden auch viel Stein benötigen. Ja, da müssen wir in unsere erste Mine absteigen. Da wird es dann wahrscheinlich so Zeitraffer folgen oder so viel. Wir könnten eigentlich eine Pflastersteinfarm da oben auch machen. Wir machen einen Wasserfall den Hang herunter, also wo das so schon die. Naja, die würde ich unterirdisch ehrlich gesagt bauen. Okay. Ja, das ist natürlich wirklich schön. Okay. Wo das ist dort, wo Lava und Wasser zusammenfließt. Genau. Wir bräuchten ja eigentlich nur zwei. Stehendes Wasser mit fließender Lava oder beides fließende gibt den Cobblestone. Mhm. Und stehende Lava mit fließendem Wasser gibt den Obsidian. Genau. So, wow. Wenn ich mich da richtig erinnere. Menge. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, mal genug Holz. Stellen wir da mal irgendwo unsere. Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ah ja. Hast du deine Karte nicht mit? Nein.
Na bitte, in unserem Tal wäre die Karte nicht brauchen. Oh, ich habe sie eingesteckt. Da, wenn ich da verloren gehe, dann... Ich habe sie eingesteckt. Dann habe ich andere Probleme. So, setzt du bitte den Alex die Stränke. Sticky, Stickmanns. Jo, so haben wir nicht. So. So, richtig viel habe ich jetzt geerntet. So, jetzt haben wir da jede Menge Stickies. Zwei Weizen sammeln wir auch schon wieder. Ach, wir haben doch gar nicht besprochen, wo wir die Mühle hinmachen. Ich brauche, glaube ich, schon eine Mühle. Stimmt. Ja, also. Das ist so klassisch, wenn man so Riesenweizenfelder. Ich glaube nicht, dass das einzige Weizenfeld bleiben wird. Wir werden an anderen Stellen, glaube ich, auch noch das eine oder andere hinsetzen. Mhm. Ja, wäre schon schön. Die Natur hat ja der Landwirt, der Bauer, ja nicht alles vor der Haustür. Und nicht ein Schilder allein. Ne? Genau. Gibt es eigentlich in diesem Paket irgendwas mit Wein? Weinfelder, das wäre schön. Ich glaube, dass Grapes gibt in dem Paket, wie heißt das, Pam's Harvest Draft. Okay. Glaube ich schon. Muss ich mal schauen. Ich weiß nur nicht, ob es optisch so schön ist wie in Conquest Texturepack. Okay. Und ob so richtige Rebstöcke dann so in dem Sandbad. Mhm. So. Wenn du irgendwas hast für den Kompost, bitte nicht vergessen. Mhm. Ich kann da im Bambus da drüben wieder abholzen. Ja. Bitte kann sie irgendwann aufhören, jetzt haben wir schon die zweite Folge durchgehend reden. Ihr habt viel gemacht, anscheinend. So ein richtiges Märzwetter. Mhm. März, April. Das passt sich an die Realität gerade an. Ja, stimmt. Wir haben auch gerade Anfang März. Und immer wieder reden. So. Da eigentlich Hauptquarzit. Mhm. Ja, ein Steinmetz, den werden wir aber glaube ich auch dort, wo der Überhang ist. Ja, diese ganzen grob die Socken werden wir da rein verpflanzen. So, ich habe ein Eck mehr. Naja, doch. Ein Eck mehr geschaffen. Hast du wieder Kompostierte? Ja, ich habe abgeräumt und angesät und jetzt schaue ich kurz zum Kompost. Okay. Ich muss da nicht mehr spielen, dann ist das cool. Man könnte hier durch noch... Und dann muss man den Weg noch bei Gelegenheit beleuchten. Ja, dann lassen wir nur schöne Laterne hinfällen. Ja, genau, das ist eher der kreativere. Jede Menge. Wow. So viel, glaube ich, brauche ich nicht. Ja, in diese Kisten da, in diese Storages passt ja einiges rein. So. Hallo, Regen aus. Ja, keine Ahnung, was das soll. Da
Es wird. Auf den zu schieben. Genau, nur ein bisschen kämpfen. Hilft immer. Ja. Schöner Sonnenuntergang. Ah, oh, schaut herrlich aus. Ja, das richtige Ende zur Folge. Okay. Cool. War deins. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann schaltet wieder ein beim Minecraft Let's Play Together mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin, Happy Gaming. Ciao. Ciao.